Schwester Liliane Juchli, Sie sind im deutschsprachigen Raum eine der bekanntesten Pflegepersonen. Vor allen Dingen hat Ihr berühmtes Lehrbuch Sie bekannt gemacht. Wie fühlt es sich an, Vorbild für Tausende von Pflegefachpersonen zu sein? Ich denke, wenn ich jetzt auch als altgewordene Pflegefachfrau antworte, es ist natürlich wunderbar zu spüren, dass auch nach diesen vielen, vielen Jahren heute noch diese meine Arbeit, mein Einsatz für die Pflege noch da ist, noch, ich würde mal sagen, auch wertgeschätzt wird. Es ist echt auch etwas Schönes und nicht selbstverständlich. Aber wie fühlt es sich an? Immer wieder auch staune ich, dass heute junge Menschen noch auf Liliane Juchli reagieren. Das ist ja wirklich erstaunlich, weil das Buch an sich ist ja nicht mehr so in Schulen und Krankenhäusern zur Verfügung, wie es einmal war. Und von daher, ja, staune ich, etwas Schönes. Die Pflege befindet sich in Deutschland zurzeit im Aufruhr, kann man sagen. Im Moment finden bundesweit Streiks statt. Die Pflegenden, die fühlen sich müde, ausgelaugt, hoffnungslos. Was würden Sie gerade den jungen Pflegenden sagen wollen in dieser Situation? Ich denke, das ist von Anfang an mein Anliegen, die Hoffnung. Und wenn ich an dieses Wort denke, damals, als ich so in den 70er Jahren so unterwegs war, in den Anfängen, hat man ja mir so mokierend gesagt, Reisende in Pflege. Und ich habe immer gesagt, wenn schon Reisende, Reisende in Hoffnung. Und das hat sich nicht verändert. Ich war all die Jahre unterwegs, habe geantwortet auf die Situation, denn der Notstand war damals auf eine andere Form genauso da. Und heute würde ich sagen, die Situation ist schwierig, nicht nur in Deutschland, generell in unseren westeuropäischen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber wir können das jetzt einfach als Problem und aufgeben, oder der Streik allein bringt es ja nicht, sondern wirklich auch anpacken, hinstehen, auch aktiv werden, aktiv im ganz konkreten Berufsfeld, am Arbeitsplatz, in Bezug auf die Infrastruktur, auf den Personalschlüssel. Aber wir müssen auch politisch aktiv werden, als Gastpflegende. Und da braucht es immer wieder auch die Verbindungen, Berufsverbände, was immer. Einerlei schafft es nicht. Und Streik muss natürlich auch eine Konsequenz haben. Wir wollen etwas und wir stehen auch dafür ein. Und wir setzen uns auch dafür ein und beweisen, dass es uns in diesem Sinn braucht. Und dass wir das brauchen, was wir einfordern. Sie werden jetzt bald 85 Jahre alt. Sie sind jetzt schon seit Jahrzehnten eigentlich Reisende für die Weiterentwicklung der Pflege, aber auch Reisende in Hoffnung, wie Sie sagen. Reisen Sie heute immer noch so viel? Nicht mehr so viel. Aber so Anfragen oder eben kommst du oder wir möchten das noch, das ist für mich auch ein Impuls, solange ich kann, auch noch etwas von dem, was mir wichtig ist. Und das ist der Mensch. Das ist in der heutigen Zeit, wo die Strukturen und die Situation eben auch schwierig geworden ist, auch wo wird gespart, wenn wir das Krankenhaus zum Beispiel anschauen von, ja, ich sage es manchmal sehr belastend auch. Es ist, manchmal habe ich das Gefühl, es ist eine Firma, da muss rentieren, aber Krankheit oder der Mensch kann nie rentieren. Und von daher meine ich, das muss heute im Blick behalten werden. Und wenn ich jetzt noch unterwegs bin, was immer es ist mir eine Chance, dass ich das noch einbringen kann, dass es gehört wird, dass es überhaupt noch gefragt ist. Wir befinden uns hier in einer Bibliothek, die zu Ihren Ehren gegründet wurde. Was bedeutet Ihnen dieser Ort? Es war für mich eine riesen Überraschung, da kann natürlich der Gründer der Liliane Juchli Bibliothek Ihnen mehr sagen als ich. Für mich war es damals, ja, eine Bibliothek, was soll das? Aber es ist mir dann auch sehr bewusst geworden,
das schon von den Anfängen her, dass zum Beispiel eben das Interview in die Schwester der Pflege, das war damals ein Interview, das auch übernommen wurde von anderen Zeitschriften oder was immer. Und die Sachen waren da bei mir und irgendeinmal kommt, sie haben das Alter angesprochen, aufräumen und soll das alles jetzt weg. Und dann war ich für mich natürlich auch ja, eine ganz besondere Möglichkeit, dass ich dieses Angebot bekommen habe und ich dann den Gründer, der steht ja da hinten, müsste dann auch ins Bild, ihm all diese Sachen einfach so übergeben konnte und naja, wir sind hier, was daraus entstanden ist, vor 4 Jahren die Einweihung, es ist für mich schon immer noch ein, ja, etwas Besonderes. Mhm. Ich mag sie. Ich mag mich hier auch so aufhalten.